06TV wird Ihnen präsentiert von der LVM und ihren Vertrauensleuten. Zusammen für Preußen Münster. Trainer, es gibt einfachere Momente, um die richtigen Worte zu finden. Trotzdem, was waren nach Schlusspfiff jetzt deine zum Spiel und zur Situation, die dann ja irgendwie dazugehört? Ja, es ist natürlich ist die Enttäuschung schon ein Stück weit da. Ich glaube, man hat gerade am Anfang gemerkt, dass heute zwei Mannschaften gegeneinander spielen, wo eine was zu verlieren hat und die andere nicht. Ferl hat es gut gemacht. Trotzdem hatten wir aber auch echt gute Momente, zwei, drei Torchancen, so Halbchancen, wobei die von Johnny fand ich eigentlich ganz gut, waren aber in den Zweikämpfen oft zu spät und auch im Spiel mit dem Ball zu fehlerbehaftet. Also man war nicht so frei wie sonst, wo wir mit viel Power Fußball gespielt haben. Zweite Halbzeit fand ich uns dann viel, viel besser. Also wir waren ein Stück weit aggressiver, haben dann auch den Gegner mehr hinten reingedrängt, hatten dann unfassbar viele Bälle in die Box gebracht. Aber ja, wir müssen in der ersten Halbzeit einen Elfmeter kriegen, das ist für mich ein klares Handspiel. Das hat auch jeder so bestätigt und dann machen wir auch noch ein Tor, was sehr unglücklich als Abseits gewertet wird. Ja, er geht vom Hinterkopf von Ali zu dem Spieler, aber ja, es gibt natürlich auch Momente, wo sowas nicht gepfiffen wird. Heute wird es gepfiffen und heute war so ein Tag, wo irgendwie so, glaube ich, vieles gegen uns gelaufen ist, was vielleicht die letzten Wochen für uns gelaufen ist. Deshalb lassen wir uns aber überhaupt nicht aus der Bahn schmeißen. Wir freuen uns jetzt auf unser Heimspiel am Samstag gegen Unterhaching. Wir haben direkt im Kreis schon uns angefeuert und angepusht, da gibt es gar kein Halten. Wir werden alles dafür tun, um am Samstag zu gewinnen. Du hast es gerade angerissen. War es in der Halbzeit dann nochmal die Ansage, einfach zu versuchen, noch mutiger zu sein und sich vielleicht nicht so vom Kopf ablenken zu lassen? Ja, das war dann schließlich die Ansage von uns, dass wir viel mutiger sein müssen, aber auch viel schneller gegen den Ball arbeiten müssen. Da waren wir oft zu langsam. Und dann, ich meine, das Tor von Ferl, auch so ein abgefälschter Kartoffel, eben dann köpft er dann rein. Also war irgendwie alles so ein bisschen ekelhaft heute. Aber man hat noch einen Matchball, genauso. Und jetzt zu Hause, da, wo er hingehört, will ich fast sagen. Richtig. Also wir haben es jetzt zu Hause in unserem wunderschönen Stadion. Übrigens muss ich unseren Fans mal ein Riesenkompliment machen. Also was die heute abgerissen haben. Also als ich auf den Platz gelaufen bin und diese Lautstärke, ich hatte sowas von Gänsehaut. Das hat so Spaß gemacht. Und über den Support vom Warmmachen bis in die 98. Minute, unfassbar gut. Und am Samstag reißen die das Stadion ab, das weiß ich. Loro, du hast gerade nach dem Spiel schon im Kreis auch nochmal sehr emotional was gesagt. Nimm uns bitte noch einfach einmal mit. Was waren nochmal so die Worte, die du jetzt eben nach dem Schlusspfiff an die Mannschaft nochmal gerichtet hast? Ja, dass es einfach der erste Matchball war, den wir jetzt nicht verwandelt haben. Aber die Köpfe müssen oben bleiben. Wir müssen nächste Woche genauso fokussiert in diese Woche reingehen und uns einfach diese Worte von den Fans auch zu Herzen nehmen. Die ganze Stadt wird nächste Woche hinter uns stehen. Und dann gibt es nur eins, dann gibt es Vollgas und dann reißen wir das Ding zu Hause ab. Und das ist halt das. Wir müssen einfach jetzt fokussiert bleiben und alles andere bringt nichts. Du hast diese zwei Matchbälle, jetzt hast du einen vergeben. Das kann mal passieren. Muss auch sagen, ich glaube, Ferl ist auch nicht hier heute hingekommen, um uns das Bier einzuschenken. Dementsprechend ein sehr, sehr ekliger Gegner. Haben es sehr, sehr gut gemacht, haben nicht umsonst auch in Dresden gewonnen und dementsprechend nochmal Glückwunsch an Fair Leute, die vielleicht auch ein bisschen verdient als Sieger vom Platz gegangen sind. Was hat es euch phasenweise auch so schwer gemacht, dass ihr nicht so richtig in euer Spiel reingefunden habt? Ja, also wir haben uns vorne auch gut gepresst, muss man wirklich sagen. Wir kamen nicht so in diese Flankensituationen rein. Gerade auch dann, wenn wir pressen wollten, haben sie sehr viele Spieler in die eigene Hälfte gezogen und haben dann auch einfach vorne sehr gute Spieler, die Bälle festmachen. Und dann wird es halt schon sehr schwer, da die Bälle zu klauen. Nochmal, die haben es gut gemacht, aber trotzdem kein gutes Spiel von uns, muss man einfach auch sagen. Ehrlich sein, analysieren und dann geht es nächste Woche weiter. Und du sagst es, das Perfekte oder das Gute an der Situation ist, es hat sich für euch an sich nichts verändert. Ja, genau, auf jeden Fall. Wir müssen einfach den Kopf oben behalten. Nochmal, wir haben alles in eigener Hand, wir sind immer noch den Punkt vor. Regensburg muss nächste Woche auch erstmal gewinnen, ihr Spiel. Und wie gesagt, ich freue mich drauf, nächste Woche die ganze Stadt hinter mir zu haben oder hinter unserer Mannschaft. Und dann hauen wir das Ding mal richtig raus.